Hallo Leute, ja, wir sind jetzt wieder unterwegs Richtung Düsterwald und ja, wollen wir mal gucken, was es da so gibt. Ja, wir brauchen Hirschfelle, wir brauchen Schweineleder und wir brauchen Skelettknochen. Die gibt es da hinten, da müssen wir gucken, dass wir da hinkommen, mal schauen, wie das wird. Nach dem Intro wollen wir weiterschauen, ne? Ich gehe jetzt mal ein bisschen südlicher von dem Kupfer da vorbei, um wieder Neues zu entdecken. Gucken, ob wir hier noch was anderes finden. Ich habe gerade schon wieder irgendwie was gehört, so ein Gräuling, meine ich. Gehen wir weiter. Aber nehmen wir die Axt raus. Ein Wildschwein. Nee, das ist was anderes. Aber hier ist noch mal so ein Stein, der bestimmt irgendwas Tolles sagt. Als der Allvater Odin Welten enteinte, vergaß er weder die Vanir noch die Briesen, noch jene Kreaturen, die noch älter als alle anderen waren. Die größten von ihnen konnten nicht getötet werden, also wurden sie zu Wächtern, die hier auf Valheim für alle Ewigkeit als Exilanten umherstreifen würden. Wenn diese Wesen einen Fuß auf die Erde setzen, gibt es ein Beben, das allen niederen Kreaturen durch Mark und Bein gehen. Okay. Sehr schön. Es wird aber, glaube ich, dunkel, ne? Okay, ich höre irgendwo. Gräuling. Ist das da was? Das ist ein Wildschwein. Auch sehr schön. Okay, aber ich habe auch noch irgendwo den Gräuling auf dem Schirm, oder? Okay, was war das jetzt? Irgendwas mit Maibaum habe ich gelesen. Weg ist er. Nur kurz aufheben, was da auch noch lag. Haben schon wieder nicht genug zu essen, dann auch schlecht. Nee, in diese Richtung wollen wir gehen, ne? Ja. Ja, es wird dunkel. Aber da müssen wir jetzt durch. Kurz hier das Essen. Du fängst an zu frieren, ja, weil kalt draußen ist, ne? Was ist das denn hier? Kupfererz, okay. Das brauchen wir noch, das brauchen wir noch und das andere ist 3 Minuten noch zu gange, dann lass das erstmal noch laufen. Ist jetzt die richtige Richtung, ja, ne? Hier ist jetzt nicht ganz so dunkel, jetzt sind wir im Düsterwald, hier kommen die anderen Bäume. Ist das hier ein Vorkommen? Wohl nicht, sonst würde das, glaube ich, anzeigen. Was ist das da vorne? Sieht so komisch aus. Keine Ahnung, gehen wir mal näher. Keine Ahnung, was das ist. Leuchtet blau. Disteln, okay. Wieso kriege ich die jetzt nicht? Warum leuchten Disteln? Habe ich noch nie gehört. Oder ist es einfach nur, damit man sie besser findet? Okay, da lang. Das ist nix, glaube ich. Bisschen dunkel hier, ne? Was ist das hier für ein Hügel? Das sieht mir nach einem Eingang aus, oder? Hier gibt es Skelette. Okay, aber ich glaube, ja, das ist mir noch ein bisschen zu heikel, da reinzugehen, glaube ich, oder?
Aber wir machen mal gerade auf der Karte eine Marker. Kann man das machen? Nee. Nee. Ach so, warte mal, wenn ich da drauf gehe, geht der Rahmen dahin und dann kommt das hier hin. Also Linksklick ist Markierung hinzufügen, aber ah, jetzt hat es geklappt. Dungeon, oder? Okay, dann haben wir schon mal was gefunden. Vor allem haben wir hier was eingesammelt. Jetzt gehen wir mal hier weiter. Könnte es was essen vertragen? Was ist denn jetzt alle? Die Rippchen, okay. Ist da noch was zum Abbauen hier? So hell erleuchtet die Stelle. Nee, ne, oder? Ne, ich glaube, das ist nix. Gehen wir mal hier runter. Ist das da links Wasser? Das hört sich gerade so an, oder? Da unten sind viele und ich gehe besser weg. Kommen die hinter mir her? Das hört sich gerade so an, als ob mich einer beschießt, oder? Aber da war das Wasser, oder? Ich mach mal einen kleinen Bogen um die. Hier unten ist nämlich Wasser, oder? Täuscht das. Kommt vor, als ob immer einer hinter mir ist. Das da rechts ist bestimmt noch eine Distel, die brauche ich jetzt nicht. Da ist doch einer, oder? Oder was sind das? Das sind die Pflanzen, die hier sind. Nichts Blaues. Aber da unten war irgendwie ein Lager oder sowas, meine ich. Das da unten sieht nach Wasser aus, oder? Hier Beeren, Blaubeeren, sehr cool. Neuer Gegenstand, Blaubeeren. Blaubeeren haben wir jetzt auch schon. Hier am Wasser sollte was Zinn sein, oder? Da blinkt doch was, oder? Ist es das? Sehr cool. 5, nicht 4. Und das ist so laut, da kommen jetzt gleich alle um die Ecke. Hier ist eine gute Stelle, um sich zu verteidigen, wenn. Aber ich sehe niemanden, oder? Ist das hier was Besonderes? Hört sich so an, aber ich glaube, ist nicht, ne? Ist das eine Hütte? Nein. Das ist hier nichts. Sehe ich irgendwo einen, der jetzt kommt, weil wir da drauf rumgekloppt haben? Nee, ne? Komm, dann gucken wir mal, dass wir die Distel, wenn es eine ist, dann noch mitnehmen. Es ist auch eine. Da hinten leuchtet auch noch was blau.
Okay, da ist auch noch was blau am Leuchten. Der will mich beschießen. Okay, den haben wir erwischt. Das Looten will ich aber auch noch. Harz und... Oh, zwei Skelette. Habe ich eins oder beide? Knochen haben wir. Wow. Aber das lief gar nicht mal so schlecht. Zwei Skelette und die geschlagen. Ist doch gut, oder? Das hier, das so leuchtet. Oh, ich glaube, das ist schon wieder ein Dungeon, oder? Was leuchtet aber hier? Ach, das ist wahrscheinlich nur was von Lichtreflexionen bei Mondschein hier, ne? Das ist doch hier eine Mauer, oder? Und Schamane, oder was ist das? Da müssen wir mal aus diesem Nebel wahrscheinlich raus, oder? Aber da kann man gar nicht raus. Neuer Gegenstand. Ist das was oder ist das nichts? Das war auf jeden Fall mal ein Turm, oder? Ich sehe leider nichts. Sieht jetzt nicht so aus, dass hier noch was ist, oder? Ich höre irgendwas, aber warte mal, da kann man auf jeden Fall hochgehen, und zwar hier. Ich hoffe, da ist oben keiner, aber es sieht nicht so aus. Ah, doch, geht noch höher. Sieht aber cool aus, der Turm. Da ist der oben, der Schatz. Oder da ist noch ein Endgegner. Nee, leider nicht. Das war's hier, glaub, oder? Es wird auf jeden Fall hell, glaub. Nur ein bisschen Bammel, dass ich runterstürze, ne, und dann tot bin. Das bringt mir nichts, ne? Hier ist aber nichts, ne, oder? Es ist leider zu dunkel. Der Turm, der alte Turm. Jetzt geht die Sonne auf. Vielleicht sehen wir dann noch ein bisschen was. Können wir noch mal rumgehen? Vielleicht steht hier irgendwo an der Ecke noch was. Was ist das da? Nix. Ja, das ist erstmal nix hier, ne, oder? Was ist das da vorne? Nochmal Disteln, ne? Keine Ahnung, wofür die gut sind. Wir sollten jetzt mal wieder Richtung Heimat erstmal gehen, glaube. Wieder ein bisschen anderen Weg. Und wir vielleicht noch was entdecken. Aber wir könnten hier auf jeden Fall noch die Marke hinmachen für den Turm, oder? So, da haben wir das auch. Wer weiß, wofür es gut ist. Da sieht es nach einem schönen warmen Sonnenaufgang aus. Dann gehen wir doch da mal hin, oder?
das ist nett hier. Schick, oder? Ist das hier auch ein Dungeon? Nee, ne? In die nächste Hütte. Oh, da sind auch gleich schon welche. Müssen wir gerade weg. Die kommen immer noch. Jetzt haben sie auch noch mal eine runtergerochen. Ich sehe sie nicht. Da. Noch einer. Haben wir sie alle? Ich glaube ja, oder? Ein bisschen looten noch. Ist noch die Frage, ob da noch mehr sind bei der Hütte. 2, 7 und 10 Minuten sind da noch. Ja, da ist noch wer. Einer ist noch da. Da ist noch einer. Treffen ist aber Pflicht, ne? Haben wir die alle, ja, ne? Kohlehaufen, Kohle, neues Objekt, okay. Ich glaube, jetzt habe ich sie aber, oder? Hier am Turm, ne? Kann man da rein? Da wird auch noch gelootet. Noch so ein Auge. Okay, der Turm ist kaputt, man kann nicht höher. So, leider nichts da. Unter der Treppe noch eine Kiste hier. Ja. Was haben wir denn dann hier? Bernstein. Alles nehmen. Ich kann nicht alles nehmen, na super. Das lassen wir dann da. Hier den Harz lassen wir da, weil der Bernstein ist mir dann doch wichtiger. Harz kriegen wir an jeder Ecke sozusagen. So, dann würde ich sagen, wieder Karte. Und noch ein Turm. Gut. Und dann wieder zur Heimat. Warum sind noch Disteln? Die brauche ich jetzt aber nicht, glaube, oder? Jetzt müssen wir mal langsam. Hier sind noch ein paar Blaubeeren, die nehmen wir noch mit. Weil die gehen noch mit. So, jetzt sind wir aus dem Düsterwald raus. Jetzt kommen wir nach Hause. Irgendwo ist einer von den Gräulingen. Was verliert der? Immer das Gleiche, ne? Ja, den Harz, den wir nicht aufnehmen können. Gut, jetzt gehen wir mal ein bisschen hier noch. Ah, noch mehr. Okay, wo ist noch einer? Also das mit den Skeletten klappt da jetzt schon ziemlich gut, ne? Jetzt liegt da nur Loot und ich kann den nicht aufheben, so ein Shit. Das ist Harz, den brauche ich aber nicht. Irgendwer hat sich jetzt gerade hier mit einem Wildschwein geprügelt, oder? Okay, ich habe irgendwas zu essen nicht drin. Oh, da ist.
Hagen. Okay. Sprengen wir mal schnell mit dem. Über den 10 Weltex, den Höhlen und Dungeons momentan. Und in der Vergangenheit, die mit dem Reichtümern enger vergessen, Zivilisation gewürzt sind, vergessen nicht, den Lichtquellen mitzuführen. Okay, gut, deswegen waren die hier. Karte. Dungeon. Wahrscheinlich kann ich auch in das Karte reinscrollen, ne? Dann könnte ich das auch genauer machen, ey. Shit. Ha, naja, jetzt ist zu spät, jetzt lassen wir es so. Okay. Dann fliegst du mal wieder weg, Hagen, und ich gehe nach Hause erstmal. Ich dachte, ich wäre schon aus dem Wald raus, aber bin ich nicht. Hier ist noch wieder, das war nur so eine Einbuchtung wahrscheinlich, ne? Ist das schon unser Zuhause? Nein. Das passt noch nicht. Da ist aber irgendwas. Da ist ja ein Gartenzaun gerade gewesen, oder? Oder vertue ich mich? Nee, da hinten ist ein Zaun. Ist die Frage, ob hier jemand ist. Nee, eigentlich nicht. Okay. Ja. Ist nichts mehr. Kann man auch nichts abernten. Ich glaube, nach da ist unsere Hütte, oder? Dann laufen wir mal gerade ein Stück schneller. Okay. Nee, da müssen wir noch weiter nach Norden, glaube ich. Der Hirsch war zwar ganz nah, aber der ist bestimmt auch gleich weg. Ja, den finde ich wohl hier nicht, denke ich. So, da unten ist das Fleisch zu Ende. Das wollen wir dann mal gleich wieder nehmen, lieber. Wenn wir fit sind. Und dann müssen wir auch mal gucken, dass wir was Ordentliches kochen, ne? Wird ja mal Sinn machen, ne, oder? So, da vorne ist unser Häuschen, dann sind wir wieder da. Und ich habe noch einen Gräuling im Schlepptau. Da ist er. Gut. Aber den Harz bringen wir ja nichts. Und doch hinzugefügt? Wie geht das denn? Habe ich was verloren unterwegs? Ah, ich habe was gegessen, deswegen ging es okay. Gut, dann packe ich mal aus und dann wollen wir mal gucken, ob es irgendwas Neues gibt. Das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Bis dann. Ciao.